Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ben Zockt Overlord 2. Wir wollen uns doch mal hier unsere Mätresse anschauen, beziehungsweise unsere Gemächer und die dahin führen. Und ich glaube, das ging hier entlang. Folge mir. Ab auf den Turm. Da sind wir. Hallo, kleiner Zauberer. Sieh dir mal an, was ich hier alles getan habe. Deine kleinen Freunde arbeiten für mich. Sie sind stark und können gleichzeitig denken und Dinge bewegen. Sie sind den meisten Nordbergern also deutlich überlegen. Dieser Ort passt jetzt etwas besser zu dir. Schließlich ist dies das Zuhause eines dunklen, bösen Overlords und so sieht es aus. Es gibt aber noch viel zu tun. Ich habe mir schon einiges ausgedacht, aber dafür musst du ein wenig in die Taschen greifen. Ein Bett wäre ein guter Anfang, damit ich mich ein wenig entspannen könnte. Du schnarchst doch nicht, oder? Und wenn schon. Na gut, aber wo kann ich das denn machen? Dann gibt's doch bestimmt hier irgendwo eine Bauoption. Wir dienen eurer Hauptmätresse. Eine Hauptmätresse? Aha. Okay. Haben wir hier wahrscheinlich nichts bauen zu können. Aber da sehe ich auf der Minimap rechts, ist doch was. Dann schauen wir doch da mal. Gar nicht schlecht. Du weißt, was mir gefällt. Das gefällt mir. Okay, bisschen was gemacht. Dann müssen wir nochmal kurz abchecken, was auf der anderen Seite geht. Das ist nämlich auch so ein Ding. Na? Ah, ich glaube, das ist ja der Magiestein. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas jetzt für den eingesammelt habe. Nee, war wahrscheinlich nicht so. Ihr solltet die gute alte Magie im Auge behalten. Na, dann gehe ich mal wieder raus aus meinen Gemächern. Ich habe ja noch was anderes zu tun. Nu? Ich glaube, ich gehe noch mal in die Schmiede und guck mal, ob ich mir vielleicht nicht noch eine andere Waffe ausrüsten kann. Musikliebhaber! Bis jetzt war Knödel ganz allein. Das waren harte Zeiten. Salutiert. Der Meister hat ihm Elfen gebracht. Nun kann er eine Kapelle leiten. So, ab in die Schmiede. Am Start. Weiß mal. Der Overlord hat keine Taschen. Ich glaube, ich finde dann. Deswegen gibt es die Waffenkammer. Wieso nimmt er das denn dann nicht? Schergenaxt. Oh, aber vielleicht kann der Junge ja auch wieder was Neues herstellen. Wir haben ja hier so ein tolles neues Ding. Was auch immer das ist. Mal schauen. Na gut, mir fehlen die Ressourcen. Das Einzige, was ich noch herstellen kann, wäre das hier. Der irre Schläger. Aber ich glaube, so viele wunderbare und ich behalte dann doch lieber erstmal die Axt. Alles in Gunthers Waffenkammer.
Und ja, vielleicht kann ich hier noch was machen. Ah, verstehe, ja klar. Dazu fehlt mir natürlich jetzt ein bisschen was Gold. Ich habe ja eben ein bisschen was ausgegeben. Naja, dann bleibt mir auch hier nichts anderes übrig, als wieder zurückzugehen. Gibt's wohl nichts Neues. Schade. Dann schauen wir doch nochmal nach, was unsere Schergen so treiben. Könntest du ein Ding auch in der echten Welt gebrauchen, was mich so hin und her trägt? Hier sind die Braunen. Braune sind stark und treu. Sie leben für den Kampf. Das stimmt, Norbert. Nutzt die Braunen im Nahkampf. Ihre Devise lautet, erst zuschlagen, dann auf den Kadaver herumhüpfen. So. Die Roten waren hier oben. Dann gehen wir nochmal bei denen vorbei. Da waren wir nämlich noch nicht. Hallo, Rote! Wenn die Roten hier sind, ist es nicht ganz so zugig. Sie verfügen über einen mächtigen Fernangriff und können Feuer löschen. Ja. Okay, aber ich glaube, sonst kann man hier nicht wirklich was machen, außer sich tatsächlich mal die Typen angucken. Und dann halt irgendwas noch beim Totenacker, um die halt wieder zu beleben. Ihr könnt noch weitere Schergenaufwertungen sammeln, Herr. Ja, das habe ich auch vor. Aber ich glaube nicht hier. Deswegen erstmal wieder zurück zum Thronsaal. So, und ich glaube, dann setze ich mich auch mal auf den Thron. Und gucke, ob ich vielleicht was Neues habe, was ich machen kann. Versucht nicht in einer Infernal. Setz dich. Ein Nordberger bittet um Audienz. Dann hören wir uns den einmal an. Verzeiht, dunkler Lord, aber ihr solltet etwas erfahren. Es sind Unruhestifter in Nordberg. Sie wollen die Nahrungsvorräte stehlen und Nordhafen mit einem unserer, eurer Schiffe verlassen. Mhm. Und ihr würdet mir nicht eventuell, Fräulein Kelda ausleihen, oder? Die Nächte in Nordberg sind ziemlich kalt und einsam. Also das ist schon sehr anmaßend. Natürlich ablehnen. Könnte ich mir Kelda trotzdem borgen? Ein Nein reicht wohl nicht. Dreister Kerl, wir müssen uns das Schiff holen, Meister. Wir müssen raus aus Nordberg und die Schergenstämme suchen. Okay. Dann tun wir das. Gut, Meister, aber es gibt immer noch mehr Böses zu tun. Dann gehen wir aber erstmal wieder nach Nordberg und verschaffen uns Kontrolle. Da sind wir. Was habe ich denn jetzt hier an Kohle rumliegen? Sehr nett. Das Steuergelder hier. Wo sind denn meine Kumpels? Da. So. Ohne meine Schergen geht nix. Okay, da lassen sie wieder. Nee.
Irgendwas gab's hier doch zu erledigen. Was haben wir denn auf der Karte? Okay, man muss 100 Dorfbewohner töten. Wo sind denn die? Da vorne sehe ich welche. Ich ziehe nach Immerlicht. Ich will endlich braun. Oh Mann, das kann aber was dauern. Schafft mir diese Dinger vom Hals! Na, ach. So. Nein! Hilfe! Hilfe! Da kommt alle herbei, wir brauchen noch ein paar tote Dorfbewohner. Aber das ist echt mühselig. Wieso greifen die denn nicht an? Darius hat in seinem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Wir wussten, muss ich die echt alle damit erledigen? Das dauert ja dann ewig. Mann, also das muss man sich doch irgendwie, das muss doch irgendwie schneller gehen. Das geht nicht so. Aber das gibt jede Menge Kohle. Ich bräuchte mal wieder so einen schönen Trunk. Ja, geil. Ist das alles, was ich jetzt hier machen kann? Versklave 100 Dorfbewohner. Ach, okay, ich verstehe. Das sind eh nur 100 Dorfbewohner. Das heißt, ich muss hier jeden einzelnen. Dieser Borius hatte nichts anderes verdient. Da Borius jetzt tot ist, müssen wir keine Polarden und Wachtelaugen mehr finden. Jetzt haut die doch kaputt. Wieso können die nicht angreifen? Das ist echt blöd. Na dann kommt. Dann müssen wir uns erstmal wieder neu auftanken. Ich glaube, das geht ja auch da oben, wenn er nicht weg ist. Und wenn er scheint weg zu sein, dann kann ich das nur drin. Ach Mann, das ist aber ein bisschen nervig. Zum Glück werden wir Borius nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, aber dich muss man irgendwie angreifen können. Sieht so aus, als ob ihr viel Zeit im Dunkeln verbringt. Ich habe durch die große Zerstörung einen Onkel verloren. Seltsame Geschichte. Ich kann nicht angreifen. Er wird ungemütlich. Ich finde Robbenfleisch fad, aber sag das nicht meiner Frau. Okay. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich muss mich wohl echt immer auftanken. Dieser Borius hatte nichts anderes verdient. Und dann tatsächlich alle manuell erledigen. Eine ziemlich mühselige Art und Weise hier, das abzuschließen. Es sei denn, es gibt hier tatsächlich irgendwo so einen Trick bei der Sache, auf den ich noch nicht gekommen bin.
Die Midwinterfeier ist für mich das größte Ereignis im ganzen Jahr. Ja. So, hier haben wir wenigstens wieder was. Ihr seid wunderbar. Okay. Ich bin euer treuer Sklave. Er wird mich töten. Meister! Läuft hier noch irgendwo einer rum? Okay. Dann war's das hier. Einfach mal wieder zurück nach unten, weil ich glaube, hier gibt's keine mehr. Oder doch, da. Ah, weglaufen bringt nichts. Und du bist schon. Ah, meine Sklaven arbeiten also auch für mich. Ich diene dem Bösen. Stehen bleiben. Oh. Tut mir leid. Ich wollte dich eigentlich versklaven. Aber interessant. So hat das Ganze wenigstens einen Nutzen. So, haben wir denn noch ein paar da? Und der nächste. Ich bin bei euch. Jo, das ist super. Ich muss mich jetzt auch wieder aufladen. Ich glaube, das kann ich da vorne. Ja. Und das Versklaven geht weiter. Danke, Meister. Vielen Dank. Wo sind denn die anderen? Ja, da ist noch jemand. Ich wette, Solarius hat in seinem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Wir wussten doch immer, dass ihr einer von uns seid. Danke für eure Gnade. Und der nächste. Lass eure Pracht auf mich scheinen. Ja, ich glaube, das kann echt noch was dauern. Ich bin euer demütiger Diener. Was echt ärgerlich ist. Ist halt dieses Auftanken immer zwischendurch. Aber da kann man nichts machen, ne? So. Läuft hier noch irgendwo ein bisschen Gesocks rum? Sieht mir nicht danach aus, aber hier oben bestimmt. Was ist denn das hier? Friedhof? Ah, hier ist irgendwie nichts. Und hier oben ist auch noch was, wie ich sehe.
Sowas kann man immer gut gebrauchen. Und auch einen neuen Trank. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Energie. Und dann kann ich die Leute weiter versklaven. Ja. Aber hier läuft gerade nichts rum, was ich versklaven könnte. Da kam ich her. Da muss ich wieder lang. Blöd. Aha, was liegt denn da? Geld. Ich glaube, ich gehe und sterbe irgendwo friedlich in einer Ecke. Ja, das wollen heutzutage viele. Aber erstmal musst du noch ein paar Jahrhunderte arbeiten. Was haben wir denn da hinten? Okay, wie kommen wir da am besten hin? Nicht hier lang. Oder doch? Ist das ein Boot? Ich muss noch immer die Dorfbewohner versklaven und irgendwie läuft hier kein Schwein rum. Was echt ein bisschen deprimierend ist. Gehen wir einfach mal wieder zurück. Da läuft doch jemand, den ich schon habe. Aber da hinten, das sieht mir schwer danach aus, als wäre das noch ein freier Mensch. Nun aber nicht mehr. Ich bin ein Zahnrad in eurem dunklen Werk. Ich bin müde. Egal, es wird gearbeitet. So, und ich glaube, das dauert echt noch ein bisschen was. Und ich schätze mal, dass ich da vielleicht kein Video drüber aufnehmen werde, sondern das im Hintergrund ein bisschen abspielen werde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es dann wieder etwas interessanter wird und wir nicht da und dasselbe machen müssen hier. Also bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, euer Ben. Ciao.